Und das sind wir wieder zurück. Und zwar, wie ihr seht, ich habe nochmal den Debug-Mode angewendet, aber es leckt gerade. Gut, also derweil kann ich mal kurz sagen, bis ich die Lecks beruhigt habe. Ich habe den Debug-Mode angewendet. Ich habe in Minecraft-Wiki oder an Adventurecraft-Wiki, keine Ahnung wie das jetzt hieß, geguckt mit den Endboss, wo denn sich das Endboss-Tor befindet. Ich finde, wenn wir schon nix hier richtig auf die Reihe gebracht haben in diesem fünften Dungeon, sollten wir wenigstens den Endboss besiegen. Und das habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber ich werde jetzt einmal mal hier runter. Wenn die vier Fackeln erleuchtet sind, sollten nämlich diese Blöcke eigentlich weggehen. Da wir allerdings nur die Möglichkeit hatten, drei Fackeln zu erleuchten und das irgendwie nicht gezählt hat mit dem brennenden Stock, dass wir diese Fackel erleuchtet haben oder welche auch immer das war, hat sich dieses Tor auch nicht geöffnet. Ich habe es jetzt von Hand geöffnet. Im Debug-Mode kann man schön alles wegschlagen. Und das heißt, ich springe jetzt mal hier runter und hoffe, dass es hier weitergeht. Falls irgendwelche Türen da noch da sind, werde ich den Schlüssel wohl oder übel hercheaten müssen. So. Ja, wir gehen einfach mal weiter. Da rechts ist die Boss-Tür. Da geradeaus ist die einzige Möglichkeit, wo es weitergeht. Ich bin jetzt verdammt froh drüber, dass wir eine Möglichkeit gefunden oder dass ich eine Möglichkeit gefunden habe, hier weiterzukommen. Weil sonst wäre es echt richtig scheiße gewesen. So, jetzt müsste ich nur irgendwie die Lianen, kann ich hochklettern. Kann ich hier hochklettern? Ja. Cool. So. Jetzt haben die leider noch Kollision. Deswegen anders wie in der 1.1. Moment, ich muss mal kurz hier ein paar Programme kurz schließen, weil es leckt das so. Ups. So. Jetzt haben die leider noch Kollision, wie ich ja schon gerade gesagt habe. Deswegen ist es jetzt ein bisschen schwerer hier hochzukommen. Verdammt, ja, doch ein bisschen schwerer, wie ich sowieso schon gedacht habe. Ah, jetzt habe ich mein Schild weggeschmissen. So. Mensch, jetzt habe ich hier nur noch eine Framerate, die spackt gerade ein bisschen rum. Hey, jetzt schiebt er wieder alles auf die Framerate. Nein, die spackt wirklich rum. Jo. Und jetzt? Okay, das scheint eine längere Angelegenheit zu werden. Oder wir gehen einfach hier hoch, wenn das geht. Ja, das geht. Gut gemacht. Jetzt muss ich hier, wo muss ich denn eigentlich hinkommen? Da hoch, ne? Oder hier? Also, da hoch kommen wir nicht. Es sei denn, wir gehen mal dahin. Boah, nee. Komm, ich hasse Lianen. Muss das jetzt sein? Ah, okay. Der Weg, die Wegfindung ist hier gerade ein bisschen kacke. Warum hat unser lieber Freund Verwitterung diese Treppe kaputt gemacht? Mensch, als könnte links, links. Als könnte Link nichts bauen, ey. Ist der zu doof zum Bauen? Oder? Ach Mann, das ist doch scheiße. So, also ich werde es mal hier rüber versuchen, mich so, tada. Jetzt da runter, ne? Ja. Schon einigermaßen. Okay, wenn ich jetzt nämlich Dinge loslasse, die Duck-Taste, falle ich hier runter, ne? Nein, doch nicht. Das ist jetzt in der 1.1 auch endlich mal drin, dass man auf Lianen klettern kann. Ich finde das sowas von geil. Und jetzt einfach hier und ja, das war jetzt so gut wie klar, dass ich da runterfall. Und die ganze Scheiße nochmal von vorne. Ich hasse es. Okay, der Teil hier ist ziemlich leicht. So, einfach hier schön drüber.
M&M. Ah, leck. So, wo geht's da jetzt weiter? Einfach hier runter, ne? Jo. Perfekt. Da können wir auch hin. Super. Boah, nein, 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 jetzt hat es tatsächlich geleckt. Und zwar richtig. Boah, der Leck war mies. So, und... hier ist nichts. Ich fürchte fast, dass da oben irgendwas ist. Weil hier ist ja eigentlich gar nichts, ne? Okay. Scheiße. Ich hasse die ganzen Parcours. Parcours, nicht Parcours. Okay, komme ich hier irgendwie... So, hier rüber. Darunter. Und dann... Klettere ich mal einfach hier ganz hoch. Oh, fuck! Oh, nee! Ach Gott, ja, ich habe ja noch diesen brennenden Stock da, den lege ich mal kurz weg. So. Ja, ja, Jetzt wieder hier drüber. Und auf ein neues. So, wie gesagt, bis hierhin noch recht einfach. Noch. Aber irgendwann kommt auch mal der Moment, wo ich das nicht mehr schaffe. So, und jetzt einfach... Einfach hier hoch. Super, wir haben es geschafft. Naja, nur so zur Hälfte. Nein! Okay, scheiße. Also, cheaten tue ich nur im allernötigsten Notfall, ja? Und der wäre, wenn wir es in 3 Versuchen immer noch nicht schaffen. Also noch 3 Versuche. Und dann werde ich mir einfach da einen Erdturm hochbauen. Ich meine, cheaten in Let's Plays, das ist immer so eine Sache. Nee, macht man eigentlich nicht, aber... wenn man ewig an einem Parcours rumhängt, ist es ja auch ziemlich langweilig für den Zuschauer. Denke ich jetzt mal. Mir wäre es zumindest langweilig. Ihr könnt es ja auch mal schreiben, ob es euch langweilig ist, wenn ich cheate. Also, ob das langweilig ist, wenn ich cheate, meine ich natürlich. Oder ob ihr das voll okay findet, wenn man eben mal was nicht schafft. Beziehungsweise andauernd nicht schafft. So. Aber jetzt sollte ich das schaffen. Ich bin eigentlich zuversichtlich. Ja, was ich auch gemerkt habe, meine Tastatur hört man ziemlich laut im Hintergrund. Aber, was soll's. Scheiße. Es geht weiter, ne? Das Leben geht weiter. Auch mit lauter Tastatur im Hintergrund. Ich habe keinen Durchblick mehr. Ich habe keinen Plan, wo ich gerade bin. Okay, da oben. Dreiviertel Herz, ja, okay, kann man durchgehen lassen. Runter mit dir. So, schöner Link, ne? Runter mit dir. Wow, hey, hey, Enter-Taste. Okay, ich muss jetzt mal sehen, wie das sieht denn das hier aus? Ach man, kann man gar nicht sehen. So. Nein, respawn. Okay, letzter Versuch jetzt. Und das sollte jetzt eigentlich auch der goldene Schlüssel oben drin sein, denke ich mal. Nicht der goldene, doch der goldene wird oben drin sein, zu 100%. Ich meine eher der Boss-Schlüssel, weil das wäre echt ein Luxus, wenn er jetzt drin wäre.
Na, hopp. Mein letzter Versuch. Hä? Mann. So, geht's doch gleich viel besser. Also. Einfach gar nicht viel stoppen oder sowas, einfach durchrennen. Das ist mir auch die beste Methode. Nein, okay. Ihr habt gar nichts gemerkt, ja, genau. Stellt euch einfach vor, als hättet ihr nichts gemerkt. Macht kurz die Augen zu, keine Ahnung was. Holt euch was zum Trinken. Schaltet kurz weg. Keine Ahnung, ihr habt es auf jeden Fall nicht gemerkt. Drei Bomben. So, für all die, die jetzt nicht hingeschaut haben, ihr könnt jetzt wieder hinschauen. Nein, wartet jetzt. So, also, wir haben jetzt den goldenen Schlüssel auf sehr faire Weise gekriegt, weil ich mich einmal rangekotzt habe, dass ich 10 Stunden an einem Parcours hier rumhänge. Ich weiß nicht, was los ist, aber bei den Parcours-Maps früher, da ging immer alles so schön glatt und jetzt, ach Mann, eben nicht mehr. Okay, hier scheint nochmal was Schönes draus zu kommen. Beziehungsweise was Schönes zu werden. Also, wir haben wieder Blöcke zum Verschieben. Aber wohin? Da unten hin? Ja, ich probiere es einfach mal, ne? Mensch, meine Framerate ist gerade voll am Boden. Aber allerunterste Sau. Hallo, also SDRG. So, und du jetzt da runter. Mit dir bitte auch runter. Du auch, wie viel braucht man? 5, glaube ich, oder 6, 7? Hm. Alle. Natürlich sollte mir jetzt wieder ein Gesprächsthema einfallen, aber sorry, hab keins. Nicht lustig, ich weiß, aber trotzdem. Ich lache halt gern. So, und das dauert dann wieder so sein Weilchen, aber ihr könnt ja gut zuschauen. Vielleicht macht es ja euch auch Spaß zuzuschauen, wie ich Blöcke verschiebe. Wer weiß. Soll es ja alles geben. So, ach, jetzt müssen wir ganz nebenher noch die Spinnen hier besiegen. Ich weiß nicht, so? Ja, schon. Das passt schon. Na, komm schon. Boah. Nee, Herz brauchen wir eigentlich gerade keins. Danke, du Spinne. Trotzdem für den Swap. So, du stirbst mal kurz. Habe ich eigentlich noch... Nee, Debug-Mode ist nicht mehr gut. Aber ich finde es gut, in Debug-Mode kann man schön gucken, wo die ganzen Spawner sind. Hier zum Beispiel sollte jetzt einer sein. Nein, leider nicht. Aber man kann gucken, welche Tür durch was aufgeht und so. Hier, die Tür müsste durch das aufgehen. Was weiß ich? Keine Ahnung.